So, da bin ich wieder. Und auch wirklich, also niemand hat irgendwas verpasst. Ich bin genau an der Stelle, wo wir gestern Abend aufgehört haben und habe bedächtigerweise heute erstmal alles andere außerhalb dieses Spiels erledigt. So, genau. In der echten Welt ist auch genug Dynamik gerade drin, aber alles, was mich aufgeregt hat, weil es nicht passiert ist, passiert gerade. Von daher kann ich wieder mal auch wenig tun heute Abend. Also versuche ich es mal wieder mit Weltflucht und Charlotte. Das wird aber auch ein bisschen komplizierter heute. Geht gleich los. Also zum einen bekam ich heute Morgen schon eine Nachricht aus Los Angeles mal wieder, wo ich ausgelacht wurde, weil derjenige was vom Craften erzählte und ich meinte, hey, nicht spoilern. Und er meinte, ich wusste nicht, dass man mit Sachen spoilern kann, die man nach 5 Minuten eigentlich können kann. Ich dachte, okay, ich kann nicht craften. Und länger als 5 Minuten sind wir nun auch schon im Spiel. Außerdem ist er Level 38, ich 18. Er arbeitet tagsüber. Und wir hatten ungefähr alle ungefähr gleich viel Zeit, aber trotzdem, irgendwas ist hier noch nicht so ganz. Und richtig kompliziert wird es erst, wenn wir uns die Postbotenmission nochmal anschauen, die jetzt ja offensichtlich zu einer Detektivmission geworden ist. Ich mache hier schon mal das alles ein bisschen kleiner. Genau. So. Perfekt. Also, ich habe mir gestern Abend nochmal die beiden Stellen angeschaut, die maßgeblich waren ja für unsere. Nein, ich war einfach nur verwirrt. Für meine Verwirrung. Und ich weiß jetzt auch, warum ich verwirrt war. Also, wir trafen auf Irina. Den Namen aufgeschrieben, sie ist wirklich Irina. Wir trafen auf Irina. Irina sagte, keinen Namen. Das ist nämlich das Ding, was mich komplett verwirrt hat. Irina sagte, ihr Vater sei Commander in diesem Schloss und sei etwas störrisch und benötige diesen Brief. Außerdem sagte sie, die Servants, also Diener, hätten rebellt und würden jetzt nun auch sozusagen alle verfolgen, die mit diesem Schloss zusammenhängen würden und diese töten. Sie hätte von ihrem Vater aus dem Schloss gebracht werden können. So. Ich hatte aus Commander dann erstmal Chef vom Castle gemacht und damit sozusagen mich völlig verwirrt, weil Chef vom Castle ist hier irgendwie so ein Superlord, mit dem ich offensichtlich noch lange nichts zu tun habe. Traf aber auf einen Typen auf einem Turm namens Edgar. Edgar bezeichnete sich selbst als Warden Edgar. Ich habe nochmal nachgeguckt, was Warden auf Deutsch heißt. Es ist wirklich, offiziell heißt es Kastellan, und wenn man guckt, was Kastellan heißt, ist es entweder Verwaltungschef vom Castle oder Kommandant vom Castle, was ja im Grunde genommen dann wiederum mit Irinas Bezeichnung Commander übereinstimmen würde. Warum ich mich das gefragt habe, ist, dass Jan Irina, als ich ihr sagen wollte, dass ich den Brief abgegeben habe, sehr tot an der Straßenkreuzung lag. Und es jetzt verschiedene Varianten gibt, woran das liegen könnte. War das nicht ihr Vater, sondern einer von den Servants? Hätte ich das erkennen können? Diese Frage habe ich jetzt mit Nein irgendwie eher beantwortet, weil Warden, Commander, das passt schon. Man konnte schon davon ausgehen, dass er der Typ ist, den sie meint. Ja, auf jeden Fall ist das ganze Problem jetzt noch nicht. Also, ich halte diesen Job für noch nicht abgeschlossen. Wenn ich Transporter wäre und das wäre mein Job mit diesem Brief gewesen und jetzt habe ich ihn abgegeben, ja, aber konnte sozusagen dem Auftraggeber gar nicht Vollzug melden. Ich glaube, dann hätte ich automatisch einen Folgeauftrag. Heißt, herausfinden, was mit Irina passiert ist.
und vielleicht auch rausfinden, warum ich nicht craften kann, andere nach 5 Minuten aber schon. Was unter Umständen sich mit, ich habe so einen Schlüssel für so eine Gargoyle-Statue für Startgebiet gefunden, die könnte ich ja mal aufschließen, verbinden lässt. Irgendwie, denke ich. Genau. Ja. Und zu guter Letzt, womit ich gerade eigentlich anfangen wollte zum Frühstück, so Boss for Breakfast mäßig, aber wie gesagt, war auch ganz gut erstmal abzuwaschen, Wäsche zu waschen und alles andere zu tun. Der Boss, der hier auf mich wartet, scheint machbar. Vielleicht wurde ja auch ihr Vater von irgendwie dem bösen Edgar in ein Löwenwesen verwandelt und das klärt sich alles ein bisschen auch, wenn wir den bezwungen haben, den Löwenwesen Mensch Viech. Weil, also ich meine, ja, wir sollten ihm einen Brief bringen von Irina, die saß an der Kreuzung. Wir brachten den Brief, wir kehrten zurück an die Kreuzung, Irina war tot. Wir kehrten zurück an die Stelle, wo der Mensch saß, den Brief bekommen hat, der Mensch war weg. Noch Fragen? Nein. Achso, und ich werde heute dann wahrscheinlich etwas ein bisschen weniger reden und Kamera anhaben und so weiter, weil ich mir insgesamt ist mir halt einfach nicht so. Aber ich möchte natürlich schon die Geschichte von Charlotte weiter hier verewigen. Deswegen machen wir einfach ein bisschen easygoing, was das Streaming angeht. Dann kann ich mir auch irgendwann hier das Licht ausmachen und gemütlich im mega dunklen mich hier durch kämpfen. Ja, so. Ach so, und wir hatten irgendwie ein neues Schwert. Genau, das Claymore konnten wir jetzt tragen, aber auch erst seit kurzem. Stelle ich mal hier so. Eins, zwei, drei, vier, gedong. Das hat eigentlich ungefähr die gleiche. Eins, zwei, drei, vier. Oh. Okay, wenn man hier lang genug rumhampelt, dann. Das hat jetzt die Frage beantwortet, ob ich schon wieder im Flow bin, um hier einen eventuellen Bosskampf bestehen zu können. Womit ich noch ein bisschen besser auskommen, klarkommen, wie auch immer muss, ist das Verspiel. Achso, das ist mein Schatten. Ich dachte gerade, wer ist denn da? Ist das Verstehen von meiner Schildfunktion, wo ich ja irgendwie so. Okay, und ich glaube, dann hält es einfach sozusagen mehr ab, beziehungsweise genau. Und ich bin gestern gestorben im Bosskampf, weil ich die ganze Zeit dann so gemacht habe. Und das blockt ja nicht, sondern verbraucht nur FP. So, 623. Ich guck mal nach, wie viel. Oh, meine Güte.
viel. Okay, das ist alles hier Kinderkacke. 38 ist Julian. Und ich meine, wie gesagt, der musste tagsüber Freitag, also gestern. Ja gut, aber ich habe auch nur 8,5 Stunden gestern geschafft. Was jetzt nicht nur ist, aber wenn man überlegt, ich habe um 12 angefangen, dann hätte ich ja um 20 Uhr fertig sein können mit 8,5 Stunden. Es war aber 3. Also man hätte schon noch ein ganzes Stückchen mehr schaffen können natürlich. Aber es ist ja kein Wettlauf, solange ich schaffe, nicht gespoilert zu werden. Nochmal hier. Okay. Aha. Ah ja, gut funktioniert. Nicht. Ja, also, ich. Oh, das ist aber auch ein fantastisch schönes Bild. Ich bin hart gewillt, jetzt diesen Boss, weil ich. Das wirkte sehr machbar eigentlich. Diesen Boss zu legen. Aber dann, glaube ich, müssen wir echt erstmal ein bisschen von hinten das Feld aufrollen und mal so craften lernen. Zwischen leveln. Geheimnisse finden. Ich meine, ich versuche mich ja von ihm nicht allzu sehr spoilern zu lassen, aber er sprach davon, dreimal teleportiert worden zu sein. Charlotte kann glücklich von sich behaupten, noch nicht einmal teleportiert worden zu sein. Und auch noch niemals in der Situation gewesen zu sein, dass sie dachte, oh, da vorne werde ich wahrscheinlich teleportiert. Also, ja. Dafür, dass ich nicht so viel reden wollte. Wir betreten die Haupthalle durch den Westflügel. Um Ketka zu zitieren. Ja, da unten wohnt Freund Löwenherz. Das gucke ich mir jetzt nochmal an. Genau nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ach, das Symbol da ist mein ausgerüsteter Talisman oder wie auch immer das heißt. Das läuft doch alles hier kacke. Andere Idee. Gegen bei Soul-Spielen eigentlich auch immer Specken gut. Und wenn ich craften kann, kann es sein, dass unter anderem auch der heimischen Flora etwas an, Fauna etwas anders gegenübertrete. Aktuell lasse ich einfach alles am Leben, was mich nicht stört. Als ich irgendwann merke, so, oh, die Quallen, die brauche ich aber dringend, um daraus Brandbomben machen zu können, geht es natürlich auch den Quallen. Aber an sich, ja. Auch den Quallen an den Kragen, genau. Natürlich springt er hinterher, ist mir aber wurscht. Ist mir wurscht. So. Ey. So, okay. Thank you.
Oh. Okay, mein Fehler ist aktuell vor allen Dingen Leon 9 missbegotten. Mein Fehler ist aktuell vor allen Dingen. Aber ich schreie, glaube ich, sehr, weil ich den Ton vom Spiel zu laut habe. Das kann man ja ändern. So. Mein Fehler ist aktuell bei Leon 9 missbegotten, dass ich, obwohl ich diese Blockfunktion sehr intensiv nutze, auch sehr viel rolle. Und eben rollen kann ich nicht blocken. Und dann ist es scheißegal, wie gut mein Schild ist. Kondition, okay. Vermeiden kann, dass ich okay. Ja, okay. Aber schon mal halb runter. Nur mit der Taktik. Was könnte doch aber vielleicht dann doch so ganz gut funktionierend. Klar kann man einfach noch ein bisschen aufleveln, weil er scheint ja wirklich sehr optional zu sein und er wird auch noch da sein, wenn ich das nächste Mal dahin komme. Hoffe ich. Bin mir hier mittlerweile über nichts mehr so hundertprozentig sicher, seitdem Warden Edgar einfach dann auch weg war. Warte mal. Lässt sich das hier nicht vielleicht auch ein bisschen... okay, das war... Aber trotzdem. Ja, das kürzt die Sache natürlich beträchtlich ab. Fantastisch. Also, enorm. Okay, den, das habe ich noch nicht auf dem Schirm gehabt, was das eigentlich macht. Timing.
Dauer auch bitte ein bisschen auf dem Schirm behalten. Und das Heilen. Ja, okay, der ist schon echt auch kein Spaziergang. Wenn ich jetzt wüsste, er steht ähnlich wie. Wie hieß er denn nochmal? So also, Gebauer auf Götter, der Götterfresser. War das Aldrich? Das war Aldrich, meine ich. Wenn ich jetzt wüsste, er stünde wie Aldrich zwischen mir und dem nächsten Schritt, dann würde ich den jetzt auch 50 Mal machen und beim 50. Mal irgendwann legen, weil das Schildkrötenblocken ist schon ganz schön geil. Ich weiß allerdings auch, dass ich anscheinend elementarste Funktionen noch nicht kann. Unnötig dumm. Oh, jetzt kommt auch noch Pech dazu. Oh, okay, auch Respekt dafür. Okay, gut. Ja, naja, sagen wir mal. Freund Leonine, vielleicht müssen wir ja auch nicht. Aber haben wir das nochmal sozusagen ein bisschen jetzt hier. Wir wissen jetzt zumindest mal mehr, wie Leonine funktioniert. Und ich würde sagen, Inspektor Charlotte macht sich jetzt aber auf den Weg ganz zurück zum Start. So. Hier ist immer noch nichts. Das mache ich gerade nur, um nebenbei drüber nachzudenken, ob das sinnvoll ist, alles, was ich hier gerade so plane. Aber ich glaube schon. Ach so, nee. Aber ja, genau. Ich habe ja auch noch eine Fackel. Und dort war ja so ein putziges Räuchermännchen. Oder also hier so eine Statue, die irgendwie so ein Räuchermännchen Nürzel in der Hand hielt. Das könnte man sich auf jeden Fall auch nochmal geben. Direkt da unten saß Irina auf einer Bank. Komme ich noch nicht recht drüber weg. Aber erstmal wäre ja dann wirklich. Das war unten. Ja, können wir auch ruhig aufmachen. Dann geh nochmal kurz an die Cave of Knowledge. Yep. Ich habe eine Vorstellung, woran das mit dem Craften tatsächlich liegen könnte. Das wäre so einfach wie dumm, dass ich es verkackt habe. Genau. Dieses Leuchtfeuer hier. Resting at the Site of Grace und so weiter und so fort. Genau, weiß ich. Ich bin ja wieder in der Tutorial-Höhle jetzt nochmal. Ganz am Anfang. Und zwar, wenn ich jetzt da oben runtergesprungen. Also, ich habe den Plunge nochmal getaked. Ja. Was wirklich. Also, für mich klang es wie ein Gegenstand aus dem. Wie heißt das? Hier so. Naja, sie müssen nur die Muffe jetzt mit der mit dem Plunge festziehen und dann einen Nöpsel draufziehen und dann ist die Badewanne wieder dicht. So, das war ein Plunge für mich. Und jetzt erwarte ich mir gleich nochmal ganz. Also eventuell hier oder ein Feuer weiter könnte es sein, dass ich gleich sozusagen die Hände vom Kopf zusammenschlage und sage, Gott, wie dumm. Thank you.
Nö. Also, hier ist jetzt erstmal nicht so, dass ich jetzt sagen würde, so, Pastime, Warning, Dings da und so weiter, Level up. Fast Memories, Bell, Sword Chest, Ashes of War. Der Schildkrötenblock ist ja total geil, eigentlich an sich, grundsätzlich. Lieb. So, das war schon mal nicht. Aber hier, bei mir ist das ja noch wirklich noch ganz klar ausgegraut. Messages und Multiplayer geht mit Sicherheit erst, wenn die Server angestellt sind. Aber Item Crafting, weil danach hat er sich so über mich lustig gemacht, dass er gefragt hat, ob ich schon Pferd habe. Also ich meine, irgendwie. Ich war jetzt davon ausgegangen, weil das Maiden kann man ja auch verpassen, wenn man jetzt nicht zufällig, so wie wir, genau an dem richtigen Feuer, an der richtigen Uhrzeit beschließt, Pause zu machen. Kann ich mir vorstellen. Uhrzeit weiß ich nicht genau, aber das richtige Feuer war wichtig. Das hatte ich ja ausprobiert dann später nochmal. Also kann ich mir auch vorstellen, dass man an einem bestimmten Feuer sein muss, um das Item Crafting zu lernen. Ich meine, er sagt, er konnte es nach 5 Minuten. Er hat allerdings dafür das Tutorial 10 Minuten lang nicht gefunden. Heißt, es könnte sogar in dieser Höhle sein. Oder muss halt wirklich sozusagen schon sehr, 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 sehr im Areal sein. Also, ich meine, eine Nachricht auf dem Boden nun reichen würde, die ich lesen muss, um das freizuschalten. Also. Was auf jeden Fall eindeutig so ist, ist das. Wie eine Fackel haben. So, ich mache jetzt nochmal ganz kurz, weil ich meine, es ist gerade erst 8. Ich kann heute schon noch, wenn ich das möchte, zu 8 Stunden streamen. Mit 6 Stunden Schlaf reichen, auf jeden Fall. Genau, ich mache jetzt wirklich nochmal kurz sozusagen, auch wenn das dann ein sehr, sehr kurzer Stream wird, dann nehme ich den irgendwie Morning Briefing oder sowas und dann starten wir jetzt sozusagen nochmal das Startgebiet mit einer Fackel ein bisschen von vorne gleich, wenn ich gehört habe, ob der Ton und alles funktionieren. Jo, alles klar.